um das noch einmal zu verstehen, Geschick müsste ich jetzt leveln, wenn ich nachher irgendwann eine andere Waffe haben möchte, oder? Für die ich eine gewisse Stufe brauche, korrekt? Aber wenn ich meiner Axt treu bleiben möchte, dann kann ich das erstmal lassen, oder? Dann feuer ich auf Stärke und zwar volles Rohr. Feuer auf Leben. Und nochmal auf Stärke, sag ich. Hol Godrics Axt. Ist das genauso eine Axt wie die, wie ich sie hier habe? Größer. Okay, noch größer die Axt, okay. Oh, das Geld auch was so. Ich bin der neue Befleckte, das ist absolut richtig. Ah, die Fingerleserin, okay. Alter, ich bin so verliebt in das Spiel, ne? Hilfe, Mann. Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Ist Elden Ring das Beste von den Souls-Games? Auch von der Story und so, von der Aufmachung? Wahrscheinlich schon, ne? Es gibt auch noch andere, wer ist das? Dark Souls und so. Of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Das habe ich nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. The tragic corruption of the order has taken its toll. Egal, nee, ich will ja auch die Story ein bisschen an. Oh. Was? Was? Great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the elves, tainted by the strength of their runes. Her children ward. Also wie krass ist dieses Spiel, bitte? Ich hab nur davon gehört, immer Elden Ring, aber nie geguckt. Doch das war jetzt nicht meine Art von Game, scheiß drauf. Kann sich... Jetzt bin ich auch voll im Film. Das ist wirklich verrückt. Weißt du beim neuen DLC schon, wie viele Bosse da sind? Besser spielt das nicht, ja, so richtig. And all the direct offspring of Queen Marika. Ich glaube, die werden da richtig einen auffahren. The runt of the litter. His divine blood sorely diluted. So. Das Menü für die Macht der Echos. Okay. Das Echo des Verpflanzten. Ah, jetzt kann ich mir jetzt zwei Sachen aussuchen. Godrics Axt. Nee, ne? Ist nicht Gottes Axt, oder? Ich befehle euch, Kniet. Also ich kann dann immer dieses Echo quasi abgeben hier bei der Frau, um das mal einfach auszudrücken. Und dann kann ich mir davon eins, zwei, also eine der beiden Belohnungen holen. Kniet nieder, Sticker! Meine Axt macht jetzt 165 Schaden. Die macht 100... Was ist das da rechts daneben, die 56? Was ist das? Achso, skaliert. 165 plus 38, oder was? Also die Axt macht jetzt mit Stufe 5 165. Die Axt ist aber Base-Schaden 142. Also ist die doch safe besser als meine, oder? Geil, Bruder. Ah, ich kann sie sogar nehmen. Ich kann sie sogar benutzen. Ich dachte, ich kann die gar nicht erst tragen. Wie geil. Guck mal. Ja, klar. Mann, Bastardviech. Das nehme ich nicht. Geh weg, du Bastard. Jetzt werden Kinder verarscht. Komm mal her, keiner wird. Das ist der Kerl mit seiner Streitaxt! Den mal den Schaden wieder reinknallt. Mhm.
mir fehlt Geschick. Ja, das habe ich schon gesehen, aber das Ding ist, du brauchst ja unfassbar viel. Jetzt hab ich Bock zu leveln. Jetzt habe ich Bock zu leveln und mich Raids machen für den nächsten Boss, weil der war echt ein bisschen verlacht, der Bastard. Das sage ich jetzt so entspannt, aber er hat mich eben schon getiltet, der Wichser. Er hat mich schon gebrochen. Godric. Und können wir mal bitte über Godric reden? Wie krass Godric bitte aussieht? Von der Optik? Du hast die Stärke. Ah, okay, Carsten, Arne. Also, ich hoffe, dass jedes Design so krass ist. Kann man nicht verlangen. Aber auch der hier ist schon. Sieht so krass aus. Kehrt um. Bitte nicht, du Bastard. Also, ich fand den ersten Margit fand ich schon echt krass. Aber Godric jetzt von der Optik nur, Bruder. Ich würde eigentlich schon 10 von 10 sagen, aber wir brauchen ja noch ein bisschen Luft nach oben. Aber holt mich geisteskrank ab, Digga. Auch diese Sequenz da, wo er dann diesen Drachenkopf da rauszieht. Das ist ja wirklich eigentlich eine Schande, dass man die immer skippt. Aber wenn man halt am Ende pisst ist. Totenwasserdorf, oder? Ne? Ja, bitte dich, ja. Ich hab eben Godric in den Arsch. Was willst du von mir? Ist der dumm? Naja, Bastard, wo ist er? Ist er das? Naja, ist er scheinbar nicht. Da ist er doch, der renoviert. Auch das hier ist ja so geil gemacht. Komm her, ich komme einfach nicht ab. Okay, mach Schaden, das ist okay. Okay, mach ein Video, okay? Das wird einfach, okay? Fatzt ab, okay. Zieht durch, guck mal, wie er sich versteckt vom Karl, mit seiner Axt. Bitte. Komm schon, ihr Wichser, weg hier. Geht, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an, wie er mobbt. 2500 für so einen fetten Todeswurzel, Asche. Also, ich bin aber der Axtmann, Bruder. Ich bin der Axtmann. Ich spiele Excel im Spiel, sag ich. Oh, Bastard. Lass mich herausfordern. Limgrave. Oh, Limgrave bin ich. Limgrave ist super. Ja, ich musste jetzt mit dem Turm. Bitte. Zu dumm. Das Ding sieht, Alter, das sieht auch von der Optik geil aus. Es gibt so ein bisschen Attack on Titan Vibes, oder? Oh, die Axt von den Uni! Auch der Sound ist so geil gemacht. Ich war ja schon auch echt verliebt in Dings, ne? In Hogwarts Legacy war ich auch echt verliebt, ne? Weil ich auch selber Harry drin bin, aber... Okay. Aber das hier finde ich immer viel, viel geiler. Okay, warte mal eben. Hoho. Das... Ach du Scheiße! Oh, komm mal her, mein Freund. Geld bringt der Bastard. Ich war hier ganz gut aus gerade.
Okay. Ein Trap auf sicher. Hier ist der dumm. So nämlich. Das ist ja auch so geil, dass nachts andere Gegner da sind. Ist hier der Rachendrachen? Ja, das war hier. So, Aegon. Komm mal her, hier, kleiner Bastard. Wird man die abfeuern? Okay. Jam ist. Oh, was ein Lean-Chat, ne? Der ist Two-Hit, meinten die gestern. Das ist krank. Ist das krank? Oh, der wird dick. Der wird dick herspringen, der Drache. Muss dann legen, was der Viech. Und zu seinem Fuß. Oder das Ding ist ja. Ist das krank, ihr Bastard-Chat. Ihr seid Bastard, ich schwöre, ihr seid Bastard. Was der Chat wieder gestern gesagt hat, oh, mach den weg, der ist tot. Und ich war gestern auch wesentlich schwächer als jetzt, das ist ja so geisteskrank, ne? Geht mit Pferd? Wie? Ist das geil gemacht, ne? Es ist ja wunderschön, wirklich. Na, passt das, hä? Los, sein Schnabel! Bett jetzt! Das war der Top der Gear-Chat. 5000! Das Drachenherz! Ich werde es essen, Chat. Hallo? Hallo, mein fetter Freund. Hallo? Mein fetter Freund. Och, Mann. Bitte? Ich wollte mal kurz den Quarking um diese späte Uhrzeit einmal erreichen. Ja. Und ich wollte einmal kurz Lob aussprechen. Das war wirklich ein Bock, die bei Elden Ring zuzusehen. Liebe, mein Freund, ich bin so im Film, das weißt du gar nicht, ich bin so geisteskrank. Ja, aber einfach so
Liebe, Bro, Liebe, Liebe, Liebe. Das Viech hier? Das Ganze gar nicht gefährlich. Gehörnte Überreste. Ah. Okay. Was geht los, Freunde? Wir feuern ab. Oh, ist eine Hirschkuh. Ah, dann geil, das ist eine Hirschkuh-Chat. Schaden nicht hoch bezahlt ist, weiß ich auch nicht, Chat. Ich meine auch die Ausdauer schon zu spüren. Wahnsinn. Komm mal ran. Alter, ist das dumm. Ist das dumm, das Viech. Und nicht mal den Schaden, was ich da reinbrette. Geht. Hä? Achte jetzt ganz genau, was ich mit dir mache, du Bastard. 1, 2, 3. So, hä? Jetzt fangen wir doch mal an zu reden, mein Freund. Okay, okay, jetzt fang ich erstmal an. Hole ich mir. Das ist ja dumm. 1, 2, 3. Und ui! Scheiße, Chat. Boah, 20.000. Nee, war krass. Nee, war wieder schlecht, oder? War wieder schlecht. Jetzt sehe ich es eigentlich nicht ein, diese Axt nicht mehr zu benutzen, weil ich so viel investiert habe, diese Axt. Wisst ihr, ich meine? Ich will es jetzt wissen, Chat. Achso, warte, ich kann einmal ganz kurz. Zack. Machen wir das hier einmal. Stufe 30. Was ist hier noch gewesen? Geht das jetzt? Ich hoffe ja. So. Bringt nichts. Mal abwarten. It's wasted. Ah, ganz Schwanz. Tiefer Boden.
Aber hier war ich schon, oder? Nee, hier war ich nicht. Hier war ich nicht. Auf die Viecher habe ich keinen Bock. Was passiert denn hier? Ach du Scheiße! Es kracht und pfeift aus allen Nähten, ohne. Nein, Mann, bitte. Oh, Mann, bitte, ja. Geh hier hoch, du Bastard. Nee. Nee. Chat, sogar dieses fette Viech lege ich. Sogar von dem fetten Viech breche ich die Haltung. Das ist ja geisteskrank. Guck dir mich an, den Stinky. Gib mir meinen Hack. Wie? Habe ich nichts bekommen? Ich hab nichts bekommen. Fast gar nichts. Zwei Karonen. Nee, wieder scheiße der Ort hier. Oder ist doch super geil der Ort. Ich reite auf dich zu. Ist das geil. Toter Winkel mit der Uni. Get. Der ist ein bisschen stärker, kann das sein, Schild? Schoner. Aber ich glaube, was soll ich denn tun? Bin doch keine Riese. Naja, das ist wie ein Riese, oder? Das kann lachen, oder? In den Kopf. Achso, wo komme ich denn her? Hier komme ich her. Das ist doch voll der geile Spot hier, hä? Habe ich hier jetzt alles mitgenommen? Bruder, was habe ich hier? Ne, das ist die normale Karte. Den Drachen habe ich gelegt, ja. Im Wasser den habe ich weggefeuert. So der. Huch. Well, I took you for no matter to lay out your arms. Also, was ist das denn, heilige Klinge? Ist das hier OP? Aha, erfüllt die Angriffe der Waffe mit heiliger Essenz und verschießt ein goldenes Klingenprojektil. Das Blatt eine Zeit lang. Okay. Ach, der aufs Scaling. Ja, das verstehe ich nicht. Mit Schwer einfach abfeuern. Geht. Okay. So. Austesten. Ab in den Bärenwald, sag ich. So, testen wir jetzt mal beidhändig aus.
Also ich konnte eben gegen zwei Bären kämpfen. Mit der Axt in einer Hand. Oh, komm her, kleiner Bastard. Bleib mal wach hier, du Sohn. Du dumm. Also dich will ich auch noch haben. Warte mal eben. Hallo. Hi, Fischer. So. Now we're talking. Warte mal eben. Einmal kurz hier. Okay, warte. Oh, Schäfer. Okay, halt vorbei. Alter, was, Alter? Hey, Leute, macht aber schon. Stinkerbär ist der dumm. Ich verstehe euch ganz den Sinn bei den Sinn bei meiner Bullshit, sag ich ehrlich. Oh, Bruder. Warte mal eben, ich mal kurz gucken, ja. Guck mal, die macht doch gar nichts, hätte die Bastard Ult. Okay. Der orange Teil ist der Executor, das ist oder der Crit mit R1. Ist Ult in jedem Punkt besser als meine aktuelle? Das frage ich mich ja gerade so ein bisschen. So. So wilde Schläge habe ich aktuell. Ich kann sie nicht runternehmen. Also ist da vorbei. Also Firma die Wand gefahren. Kannst du easy holen. Zurück und Asche duplizieren. So kann ich nämlich auch etwas von meinem alten treuen Stück haben. Okay. Wirbelhieb. Sturmrufer. Oh, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, Chat. Die aktuelle Ult heißt wilde Schläge, ne? Ich hab sie nicht. Liegt vor Margit. Vor dem Schloss ein Mistkäfer finden. Der hier, Chat, der ist er, oder? Also, Chat, ihr seid ja solche Löwen. Ist das geisteskrank. Frage ist, wahrscheinlich ist die aktuelle Ult sogar besser, könnte sogar sein, right? Aber die fühlt sich beschissen an. Oder was haben wir mit dieser Ult abgefeuert? So, Kriegsasche. Wilde Schläge, da ist sie doch. Sieht man hier irgendwas? Ach, scheiß drauf, ich nehme sie. Ich nehme sie. Falsche Axt. Nein, Gänsepimmel. Jetzt, Chat, oder? Jetzt haben wir es, ne? Jetzt haben wir es. Das Ding ist Kondition und so, das gibt mir halt keinen direkten Schaden, ne? Ach, das gibt mir halt keinen direkten Schaden. Ich gehe auch nochmal ein bisschen. Ich muss noch ein paar andere Sachen damit auch machen. Wir machen mal. Wir ist Thema da. Ich reicht so lange, bis ihr Stopp sagt. Ich hab nicht mal Ahnung, was ich suche, Chat. Stopp. Das hier. Weißt du nicht, was ich suche, Freunde? Weißt du nicht? Oh, der Rache! Ihr Bastarde! Ihr Bastarde, Chat! Euch! Ihr Bastarde! Hilfe!
er hielt hier den Schlüssel aus. So. Jo. Das ist klar, Bruder, chill. Ziemlich stark, der kleine Bastard. Naja. Bin ich ja bereit schon, glaube ich. Sehe ich gar nicht so schlecht, aber dem Pferd. Oh ja, warte mal, warte. Bin ich jetzt hier wieder abfeuern, keine Ahnung, Bastard. Oh doch, muss den folgen. Das will ich gleich auflegen, damit Dings aus der Fassung bringen kannst du. Glaube nicht, oder? Ah, ich hätte ihn hier gehabt, oder? Leider, das ist verpokelt. Der ist schon stark, der ist wirklich sehr stark. Ganz heißes Eisen, sag ich euch so, wie es ist, Digga. Der ist ja... Shit, der ist doch, Alter. Der ist stärker als der letzte Gegner. Garant, der ist besser als Godric. 100%. Kann ich den auch aus der Fassung bringen, Chat? Wenn ich den gut treffe ein paar Mal? Nein. Ja, du kannst doch gar nicht ausweichen, hä? Oder man kann da gar nicht ausweichen.
Halt deine Fresse, Solo, weil ich sage, man kann es nicht der Kamera ziehen, du kleiner Bastard. Halt deine Fresse. Gänsehaut, oder? Wie soll ich da denn ausweichen? Ich bitte euch, ja, bei aller Liebe, Chat. Spielt. 14.000 krieg ich dafür. Fetter Gänsepimmel, ja. Boah, sorry auch, dass ich dich so beleidigt habe, mein Zuschauerfreund. Tut mir leid.